Herzlich willkommen zu meinem Vortrag in automatische Vektorisierung von historischer Katasterkarten. Mein Name ist Sufyan Sabalawi. Erstmal ein Danke an Herr Risse und diese Forschungskolloquium auch ermöglicht haben. Auch Herr Risse, danke an dass Sie mir auch während meiner Masterarbeit betreut haben. Auch danke an Dr. Strake, der uns von den ISDG die Daten, auch die Betreuung von der Geschichteperspektive auch gegeben hat. Ja, erstmal zum Thema. Katasterkarten sind Katasterkarten sind im Prinzip eine Beschreibung von Parzellen oder Grundstücke in einer Form, in einer geometrischen Form oder in einem, also die Ort, also die Lage und auch geografisch, wie die Parzellen und die Grundstücke aussehen. Und die haben auch weitere Informationen, die geben über den Wert die einzelnen Grundstücke. Und das ist auch eine sehr, also gewinnt immer mehr an Bedeutung in der Forschung und auch in den Umweltanalyse und die Veränderung über die Zeiten. Kurz erstmal zum Thema, also dass wir möchten also digital Bilder in einem vektorisierter Form umwandeln. Die Bilder kurz über Bilder, die bestehen aus Raster von Pixeln. Dieser Raster von Pixeln, also jedes Pixel enthält Informationen, spektrale Informationen über den Abtastung von diesem Punkt. Und daher sind normalerweise digitale Bilder mit höheren Auflösungen, haben relativ größeren Datengröße. Und das im Vergleich zu den vektorisierten Datenformat ist nicht der Fall. Und zwar, dass also die vektorisierte Datenformat ist eine geometrische Repräsentation von den Bildern, die man diese Komplexität von den Daten vereinfacht, indem man jede einzelne Polygon, also in diesem Fall jede einzelne Region oder eine Parzelle in einem geometrischen Form umwandelt. Das heißt, Polygon mit Punkten und Linien, die man einfach dieselben Informationen beschreibt und auch die Katasterkarten viel einfach skalierbar und übertragbar, also auch bereitstellt. Genau. Und das Ziel ist, diese gescannte Archivkarten von einem Bildform in einem vektorisierter Form umwandeln. Und das hat mehrere Vorteile, und zwar da bei der Bearbeitung von großen Mengen von Daten, das ist also vor allem in der Forschung wichtig, ist, und dann auch, das ist skalierbar, also das kann man nicht, also wie in der Fall wie in den Digitalbildern, dass man eine bestimmte feste Größe von den Auf oder eine Auflösung hat. Das heißt, also in den vektorisierten Bildern kann man beliebig vergrößern oder verkleinern. Und das hat also sehr flexible Darstellung von den Daten. Also was wir bisher wissen, wir brauchen ein Pipeline, der diese Input nimmt und dann am Ende die eine vektorisierte Datenformat ausgibt. Zuallererst sollte man die einzelnen Polygonen und Regionen erkennen. Von den ISDG haben wir Paare von Bildern bekommen. Die sind im Prinzip, was Sie hier sehen, also ein Paar von Bild und händisch umgezeichneten Katasterkarte von einem Kartograf umgezeichnet. Und diese Paare von Bildern, wir brauchen das, um diese automatisierte Pipeline zu entwickeln.
Das ist ein Beispiel von einem vektorisierten Bild, dass also jede einzelne Bild hat bestimmte Klassen. Also das so definiert, dass man Konturen, Wasser, Gebäude oder Hintergrund oder Grundstücke auch definiert als Klassen. Das ist also mehr definiert man so systematisch das Problem, dass wie kann man das den Regionen erkennen. Und also um denn diese Regionen zu erkennen, ist die Konturen sind die also die Konturen sind die wichtigste Information, die man die einzelnen Polygonen, die also alle Klassen beschreibt und gleichzeitig auch die einzelnen Parzellen auch identifiziert. Also mit diesen Konturen kann man erstmal, also den ersten Schritt schaffen, und zwar die Erkennung von einzelnen Polygonen. Der erste Schritt besteht aus einem Machine Learning Modell, der die Paare von Bildern nimmt, und zwar die AGB-Bild als Input und dazugehörige Konturinformation. Die Konturinformation haben wir in einer anderen Form umgewandelt, und zwar diese Form ist die inverse Euclidean Distance Transformation. Die beschreibt im Prinzip denselben Information von Konturen, aber es vereinfacht das Problem für das Machine Learning Modell. Also das wird einfacher zu erkennen, die Regionen, wo die stehen, im Vergleich zu den so dünnen Konturen zu identifizieren. Und das ist der erste Vorteil von diesem Umwandlung. Und der zweite Vorteil ist, hat für den weiteren Schritten in der Segmentierung, also nach dem Output von diesem Modell, den Watershed-Segmentierung, der diese Format entspricht. Und das also mehr technisch gesehen, wie das die Netzwerkarchitektur, also diese Machine Learning Modell aufgebaut ist. Man, man gibt erstmal einen Input, also diese kleinen Schnitte von Bildern, die AGB-Bilder, und dann versucht diese Information mit Hilfe von Techniken im Machine Learning, heißt Convolutional Neural Networks, also das ist ein Operator, der versucht, die Features aus dem Bilder zu extrahieren und auf mehrere Skalierungsstufen diese iterativ nochmal wiederholen. Und auf den rechten Teil von diesem Architektur versucht das Modell auch die gewünschten inverse Transformationen, also die gewünschten Distanztransformationen, die Schwarz-Weiß-Bild, Bilder zu erzeugen, nur mit Hilfe von das, was gelernt von dem Feature gelernten Informationen. Und nach dem Trainieren, man könnte letztendlich diese Information bekommen. Also als Input gibt man der RGB-Bild einzeln und dann bekommt man eine approximierte Distanztransformation. Und man sieht, dass eine gute Approximierung von Bildern und auch vernachlässigt den Text, die Leitlinien, die Älterung von den Bildern, das wird auch vernachlässigt. Und wenn man auf den ganzen Bild das durchführt, man könnte also im Prinzip diesen großen Distanztransformation von dem ganzen Bild erzeugen. Und da könnte man die weiteren Schritte mit der Segmentierung anfangen. Also mit diesem Schritt ist im Prinzip eine vorläufige Konturerkennung mithilfe aber Distanztransformation und das um weiteren Schritten bei der Segmentierung weiterzumachen. Das ist der erste Schritt bei der Distanz, bei dem Pipeline, ist der Deep Distance Transform, ist der Algorithmus, die ich gerade eben beschrieben habe. Und hier sieht man, dass der Anwendung von Watershed-Segmentierung, man kann einzelne Regionen im Bild
mithilfe dieser Konturen erkennen und die werden einzeln bewertet. Also kann man, jede Farbe bezieht sich auf eine Region und das ist also ein segmentierter Bild mit Parzellen und Grundstücke und die sind aber noch nicht nachgearbeitet. Also die sind erstmal nur erkannt als Bilder. Und als nächster Schritt ist die Erkennung von den Polygonen, die einzelnen Polygonen. Also man kann diese einzelnen Gebäude oder die einzelnen Polygonen, die wir als Bilder gehabt haben, den äußeren Kontur davon übernehmen und als Sequenz von Punkten extrahieren. Und diese entspricht das eine geometrische Repräsentation von diesem Bild in einem Polygon und also Polygon aus Punkten. Genau, also jetzt haben wir den ersten Teil schon gehabt, also dann die approximierte Polygonen, die sind etwas mit der groberen Kanten zu sehen. Und die haben, die brauchen jetzt also eine Nachbearbeitungspipeline, die diese Polygonzüge glatter und einfacher repräsentiert mit einer kleineren Menge von Punkten. Zuerst kann man also morphologische Operatoren durchführen. Die morphologische Operatoren dienen dazu, dass die kleineren Lücken in diesen Polygonzüge zu beseitigen. Also das heißt zum Beispiel, was Sie hier sehen, dass man also viel glatteren Polygonzüge erreicht und dann also was und das wird auch mit dem Form und den äußeren Kanten von den Polygonen auch behalten. Also das beeinflusst den Form minimal und dann bekommt man diese Polygonzüge, also glittere Polygonzüge. Und nochmal das kurz zu den neuen Problem, und zwar, dass zum Beispiel diese Linien enthalten eine höhere Menge von Punkten. Und zwar, also diese höhere Menge von Punkten, also diese Linie kann man Prinzip in zwei Punkten anzeigen. Also dafür braucht man nicht so viele Punkte. Und da sieht man also eine Redundanz in den Daten. Und daher braucht man einen Algorithmus, um die Linien in den Polygonen zu approximieren. Und das heißt, die Douglas-Polka-Algorithmus ist eine gute Algorithmus für solchen Aufgabe. Im Prinzip, man approximiert damit auch Kurven. Stückweise kann man auch iterieren. Also man fängt zuallererst mit dem ersten Punkt und dem letzten Punkt. Das ist die einfachste Repräsentation von einer Kurve. Und dann geht man iterativ stückweise, je nach, bis man also den ganzen Kurve durchläuft. Und das kann man auch, also eine Polygon ist ist eine geschlossene Kurve im Prinzip und man kann denn eine Approximierung von den Polygonen erreichen. Und da sind die Ergebnisse von dem Douglas-Polka-Algorithmus. Also man kann glättere Polygonzüge erreichen und mit viel weniger Daten oder Punkteninformationen in den Polygonen die eine bessere Auflösung erreichen. Zunächst dann als nächstes kommt dann die Lücken, also die Lücken zwischen den einzelnen Polygonen.
Es ist also vereinfacht die Nachbearbeitungsschritt. Also wenn man in einem später in einem Geoinformationssystem bearbeiten möchte, dann man hätte das die Lücke, also die Polygonzüge ohne Lücken dazwischen. Und dafür haben wir mehrere Einsätze versucht. Zuallererst haben wir mit dem intuitiven Verfahren angefangen, und zwar also jeden Polygon jede einzelne Punkt durchiterieren und mit dem Algorithmus nächste Nachbar überprüfen, ob eine bestimmte Distanz zu einem benachbarten Polygon das ist das erste Kriterium, dass man erfüllen sollte, um diese Punkte zusammenzuführen. Und man kann hier zum Beispiel in diesem Beispiel sehen, die beiden Punkte von diesem Polygon entsprechen diesem Kriterium. Und dann kann man die beiden Punkte, also Punkt zu Punkt, den beiden Polygonen zusammenführen. Und man braucht auch eine weitere Regel oder ein weiteres Kriterium, und zwar ist die Punkt-zu-Linie, um auch solche Lücken auch zu beseitigen. Die Punkt-zu-Linie ist im Prinzip auch denselben, wie es also gedacht, also das wie ist in den nächsten Nachbar, ist nur eine Projektion, also eine orthogonale Projektion von dem Punkt auf der auf den benachbarten Linie. Und wenn denn diese Distanz von den Projektionen entspricht die Distanz, die wir schon festgelegt haben, dann könnte man diesen Punkt in diesem Linie hinzufügen und auch denn die beiden Polygonen auch entsprechend also zusammenführen. Und man sieht hier die Ergebnisse ganz rechts. Also da sieht man, dass die meisten Lücken beseitigt, aber sind auch immer noch Lücken, die weitere Kriterien und Regeln zu beseitigen brauchen. Zum Beispiel in diesem Rechteck, diesem Dreieck da hier, da gilt zu keinen Regeln. Und dafür braucht man auch noch weitere Regeln. Und wenn man auch weiter so sieht, das ist ein bisschen, diese Methode hat weniger Effizienz, also mit den Regeln und so. Danach haben wir eine andere Methode ausprobiert. Und es ist prinzipiell basiert auf den Grundlagen der Mathematik in der Mengenlehre. Und man hat zwei Polygone, A und B. A ist die gerade, diesem Polygon bearbeitet. Und B ist die benachbarten Polygon. Dieser Algorithmus heißt Differenz mit vergrößerten Polygonen. Man vergrößert den Polygon, den man gerade arbeitet. Und danach überschneidet sich dann mit dem benachbarten Polygon. Also A überlappt sich dann mit dem B und hat eine Überlappung mit dem benachbarten Polygon. Und wenn wir jetzt die Differenz von den beiden Polygonen, also die Differenz A von B berechnen, dann wir nehmen alle Punkte, die in A sind, aber nicht in B. Und das impliziert, dass auch wir die äußeren Punkte von B übernehmen. Und das heißt, wir beseitigen alle Lücken, die dazwischen liegen. Und auch wir erreichen eine selben Koordinaten von den geteilten Punkten von A und B. Dann also wir haben einen Punkt in A, das ist dieselbe von B und die entspricht genau in dieselben Koordinaten. Und man sieht hier die Ergebnisse im Vergleich zu den vorherigen Methode. Da konnte man fast alle, also oder komplett die Lücken beseitigen.
Und die sind also auch homogen und ist viel effizienter, also ohne Regeln, und kann man auch global eine globale Lösung für dieses Problem benutzen. Und dazu hat noch einen Vorteil: Diese Methode, Differenz mit vergrößerten Polygonen, kann man nicht nur Lücken beseitigen, sondern auch eine Konturklasse extrahieren. Und man kann nur eine Veränderung in den Schritten machen. Und zwar, wenn man nicht nur ein Polygon vergrößert, sondern beiden benachbarten Polygonen vergrößert. Und dann übernimmt man die äußeren Kontur aber von den vergrößerten benachbarten Polygonen. Und dann bekommt man eine Lücke dazwischen, aber diese Lücke entspricht genau, also kann man das selbst definieren. Und dann ist es auch zwischen den beiden Polygonen, also das bleibt gehalten. Danach, hat eine wichtige Rolle, und zwar in der Evaluierung. Da könnte man sehr ähnliche Bilder wie den Ground Truth, also was wir schon bekommen haben, erzeugen und auch danach vergleichen. Genau, das ist hier eine Übersicht, wie es den Nachbearbeitungsmodul aussieht. Man fängt also mit dem sehr groberen Polygonzüge nach dem Watershed-Segmentierung und endet dann mit der Differenz mit den vergrößerten Polygonen, mit einem Polygonen, die weniger Anzahl von Punkten haben, glätteren Polygonzüge und auch die ohne Lücken zwischen den benachbarten Polygonen. Ja, und somit ist die verfeinerte Version von den Polygonen zu erreichen. Und der zweite Schritt ist, diese Polygonen, also wir wollen, wie die Ausgabe aussieht, dass die einzelnen Polygonen als klassifizieren, je nachdem, also was Grundstück, Bilder oder Wasser. Und daher haben wir einen Klassifikator gebaut. Dieser Klassifikator basiert auf dem Feature Engineering, und das ist einer der traditionellen Machine Learning Algorithmen. Man extrahiert selbst Informationen aus den Bildern, also nach dem geschnittenen Gebäuden und Polygonen kann man eine Maske aus dem originalen Bild, RGB-Bild, extrahieren und dann diese Farbinformationen, spektrale Informationen in einem Feature-Vektor extrahieren. Und wir haben nicht nur spektrale Informationen extrahiert, sondern auch örtliche oder geometrische Informationen extrahiert. Und die sind definierte Parameter, die Beschreibung von der Geometrie und der Polygonform beschreiben. Also das ist so digital, also wie als Index beschreiben. Und das könnte man als Feature in einem Modell benutzen. Und dieses Modell basiert auf Bäumenentscheidung. Also Entscheidungsbäume, die man Feature-Vektor eingibt, und danach kann man das Modell entscheiden, je nachdem Feature, die mit dem Ground Truth übereinstimmen, zu welcher Klasse diese Polygon gehört. Und also so ins Prinzip, dass den gesamten Pipeline aussieht. Es besteht also der erste Schritt aus Polygongeometrie, und der zweite Schritt ist
prinzipiell Klassifizierung von diesem Polygon. Und zum Evaluieren, man konnte diese zwei Schritte auch einzeln evaluieren. Und zwar also erstmal mit der Polygongeometrie. Man hat diesen Vorteil von Differenz mit vergrößerten Polygonen. Man kann also damit eine sehr ähnliche schwarz-weiß Bilder von den Polygonen und also abgesehen von den Klassen, also man kann einfach die Polygonzügen in weiß in einem Bild ableiten und auch aus dem Ground Truth Bild auch ein solches ähnliches Bild erzeugen. Und man könnte damit danach einzelne Polygonen evaluieren. Der Index zum Evaluierung heißt Intersection over Union, ist eine sehr bekannte Evaluierungsmetrik, der man in den Segmentierungsaufgaben normalerweise benutzt. Es ist auch ein sehr sensitiver also, Index, den man könnte also zum Fehler und andere Rausch auch sehr empfindlich. Und das man kann benutzen im Prinzip das Intersection, also das den Überschneidung und dann den Überlappung, also das den Verallgemeinung von den beiden Polygonen berechnen. Und dann bekommt man am Ende ein Index zwischen 0 und 1 und diese entspricht dann, wie gut die Überlappung zwischen den beiden Polygonen und man sieht hier ein paar Beispiele, wie den Overlay von den Polygonen aussieht und wie gut diese Index anzeigt. Genau. Und die Daten, also die alle extrahierten Polygonen, man sieht hier also ein Histogramm von den IOU, also den Intersection over Union Score von allen Polygonen. Und man erreicht über, also von den, auf der rechten Seite sieht man das ein Histogramm in drei Intervalle. Man erreicht also über 0,8 Intersection over Union für 80, ungefähr 80% der approximierten Polygonen. Das heißt also eine gute Approximation von der Geometrie her, dass wie das also denn, die Pipeline erzeugt. Ja, genau. Um genauer zu auch zu evaluieren, man könnte Precision und Recall aus diesen Werten lesen. Und zwar, wenn man einen bestimmten Schwellenwert definiert und für jeden Schwellenwert steht dann eine True Positive. Das heißt, also wenn es ein Polygon über diesem Schwellenwert oder gleich, dann kann man als True Positive, also eine richtig approximierte Polygon nehmen und danach die und könnte damit dann den Precision und Recall berechnen. Und die am meisten signifikanten Informationen aus dieser Tabelle zu lesen sind die für IOU 0,8. Hat die eine 0,8 Precision und 0,7 Recall. Das ist also relativ gute Ergebnisse für eine Segmentierungsaufgabe. Und auch hier die zweite Tabelle ist die Beziehung zwischen den Polygon-Klasse und die Polygon-Geometrie. Also wir haben zum weiteren Analyse berechnet dann die Background-Bilder, die Background-Polygonen haben und den Building haben einen relativ guten Intersection over Union im Vergleich zu den Wasser
Und das könnte daran liegen, dass die zu wenig Wasserbilder gibt. Also in den Karten steht sehr wenig Information über Wasser, und Polygonen, die sind nicht so häufig zu sehen. Also solche Polygonen sind in den Trainingdaten weniger zu sehen. Und deswegen könnte das also als Grund für den niedrigen IOU erklären. Eine weitere Analyse haben wir auch für den Area, also von dem Pixelweise, den Fläche von jedem einzelnen Polygon im Vergleich zu den auch mit dem IOU-Score. Man sieht, dass man könnte eine bessere Evaluierung oder eine bessere Leistung bekommen, wenn man größeren Polygonen approximiert. Und das heißt, wenn man als größeren Bilder, also größeren Auflösung von den Bildern eingibt für dieses Modell, könnte eventuell einen besseren Intersection over Union von dem Polygon erreichen. Und das ist auch der zweite Teil, also der zweite Teil von der Evaluierung ist die Objektklassifizierung. Die Objektklassifizierung besteht aus, dass man welche Klasse diese Polygon gehört. Und wir haben danach gefiltert, also weil das Nachfolgeschritt nach der Identifizierung von Polygonen, und alle Polygonen, die über 0,7 Intersection over Union haben, haben wir in diesem Evaluierung mit reingenommen. Und deshalb haben wir für Wasser zu wenige Beispiele. Aber wenn man den anderen auch Klassen sieht, könnte eine gute Approximierung von den Klassen auch erreichen. Also insgesamt kann man bis zu 90% Approximierung erreichen. Und ich habe auch am Ende eine kleine Web-Anwendung entwickelt, indem man Control Panel zu diesem Parameter, die wir in diesem Pipeline gesehen haben. Man könnte also hier ein Bild hochladen und danach zum Beispiel diesem Bild. Das ist also noch nicht gesehene Bild von dem Modell. Also das, Sophia, ich glaube, man sieht deinen Browser nicht, glaube ich. Ach so. Du hattest wahrscheinlich nur PowerPoint geteilt und müsstest jetzt umteilen. Super. Jetzt ist alles klar. Ja. Genau, also das ist eine Web-Anwendung kann man also alle Parameter, die wir in den Pipeline gesehen haben, steuern und auch entsprechend auswählen. Und hier haben wir ein Bild. Ich will es nochmal, ich habe diesen Bild ausgewählt und man kann hier auswählen und auch entscheiden, ob man Konturen zwischen den Polygonen erzeugen möchte oder nicht. Zum Beispiel hier mit dem Faktor 1, und dann, wenn man Vektorisieren klickt, dann schickt man eine Anfrage an den Server und dann wird das im Hintergrund bearbeitet. Und der Pipeline jetzt läuft, also jetzt ist die ersten Schritt und kommt danach die weiteren Schritte, also das Modell approximiert den Distanztransformationsinformation und dann die nächsten Schritte werden auch berechnet.
Hier sieht man eine interaktive Darstellung von der Vektorisierung der Karte. Also man kann auch interaktiv schauen und man sieht, dass der Unterschied also zwischen den Vektor besser, zwischen Vektorbilder und Pixelbilder. Man könnte hier also auch die einzelnen Punkte sehen. Genau, also und hier auch die Möglichkeit, alle Klassen zu sehen. Also da sind die Gebäude, die wir erkannt haben. Und ja, das ist also im Prinzip den Webanwendung, die diese Möglichkeit das ermöglicht. Und man kann auch die Daten als JSON-Datei installieren und in einem GIS-Applikation auch darstellen. Genau.